So, willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Ich mache jetzt mal den Ton noch mal einen kleinen Ticken, aber ein bisschen leiser. Es war nämlich doch ein wenig zu laut in der letzten Folge. Und ja, unser Panzer ist wieder da. Er ist wieder heile. Was mich jetzt mal interessieren würde, das kann ich nur für Gold kaufen. Allerdings die hier. Die kann ich nicht kaufen. Kann ich doch kaufen. Anwenden. Jetzt gucken wir nochmal rein. Panzerbrechend. Ich hätte doch die kaufen sollen. Die ist nämlich besser. Macht nämlich mehr Schaden. Ja, eine Folge, aber nehme ich jetzt direkt nochmal eben kurz auf hier. Weil das wollte ich eigentlich, weil die letzte Folge, das war ja, naja, ich sag mal, nicht ganz so pralle. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal standardmäßig direkt schon mal in den Spiegel rein. Und wir hoffen, dass es diesmal ein wenig besser klappt als beim letzten Mal. Weil das war ja nicht ganz so pralle, was ich da so abgeliefert habe. Ja, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich habe vom Panzerfahren, Schießen etc. genauso viel Ahnung wie vom Brötchenbacken. Nämlich gar nicht. Und ich spiele das Spiel auch nur rein, weil es vielleicht einfach mal ein bisschen Spaß macht und es, denke ich mal, vielleicht ganz gut auf dem Kanal ankommt. Und vielleicht hat sogar der ein oder andere Lust, vielleicht einfach mal mit mir eine Runde zusammen zu battlen hier. So, wir sehen ja schon, wir haben ja auf der Karte sehr große Höhenunterschiede. Und ich versuche mich am Anfang mal so ein bisschen zurückzuhalten. Dass ich mir vielleicht immer mal so ein bisschen Deckung wirklich suche und ein bisschen auf so ein paar Sachen einfach lauere. Wo ich dann quasi ein bisschen drauf schießen kann. Ich verstecke mich jetzt einfach mal hier. Und wollen mal gucken, vielleicht finde ich da ja irgendwas. Na, wir sehen, da unten ist ein Panzer. Aber hier oben ist keiner. Ich kann aber nicht runterziehen, ist das Problem. Aber der ist eh schon weg. So, wir haben auf jeden Fall schon mal Schaden verursacht. Das ist gut. Jawohl. Ah, jetzt hat er sich so ein bisschen versteckt hier. Sonst noch irgendwas hier? Ist da noch ein Panzer? Da war einer. Ja, es ist ja ein relativ einfaches Battle hier. Ja. Vier Panzer noch übrig. Vier gegen elf. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal runter. Riskieren das Ganze einfach mal. Da ist er. Jawohl. Da ist der nächste. Jawohl. Noch zwei übrig. Da oben ist noch einer. Auch weg. Jetzt hat das mal ein bisschen Rums gemacht hier. Boah, er tut sich aber schwer, hier hochzufahren, ne? Wo hat er sich denn versteckt?
Also die Runde war ja für viele wirklich einfach mal schlecht. Ja, wunderbar. Da haben wir noch glatt mal was rausgerissen. Eine Auszeichnung kassiert, richtig gut Kohle kassiert und ein wenig Geld kassiert. Da haben wir Schaden gemacht an den dreien. Den haben wir sogar zerstört. Und kritischen Treffer haben wir sogar noch reingehauen. Super. So, gucken wir uns mal die Teamwertung an. Ja. 168 Schaden. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Fürs erste richtige Match. Ja. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Dann gucken wir doch jetzt einfach mal rein. In unsere Forschung. So, wir wollen ja zu unserem... Ne, zu dem kann ich gar... Ah, da kann ich gar nicht hin, ne? Wie komme ich denn da hin? Weil ich will eigentlich ihn forschen. Ah, ich muss erst alle erforschen nach dem... Mhm, okay. Alles klar. Dann gucken wir mal rein. So, was bringt uns das denn eigentlich? Ja, Funkreichweite 265. Oh, das sollten wir vielleicht auf jeden Fall mal forschen. Und natürlich auch einbauen für 100. Das ist ganz klar. So, was bringt mir das denn hier? Frontseitenheck 14, 13, 13. Ja, Seiten sind ein bisschen besser. Auf jeden Fall wird geforscht. Ah, 280 rein damit. Komm, dann nehmen wir die jetzt auch noch mit da rein. Oh, die ist teuer. Scheiß drauf. Rein damit. Laden Sie manuell nach. Ja, mache ich. Dann lief es auch nochmal wesentlich besser. Aber die lasse ich jetzt erstmal raus. Was hat denn der Motor hier? Was bringt der denn? Der bringt sogar noch 100%, 100 PS. Auch mal und eingebaut. Kaufen. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal unseren Nach... Nee, wo war das denn? Lager? Ah, nein. So, Wartung. So, jetzt kann er hier nicht nachladen. Schaden 8 bis 14. Warte mal. Ja, muss ich jetzt erstmal kaufen hier die Munition. Dann werden wir jetzt erstmal nicht drum herum kommen. Ah, das ist, weil ich die Kanone geändert habe, ne? Kann das sein? Ja, ich bin von der 3,7 auf die 2 cm gegangen. Okay. Ja, dann gucken wir mal, wie die jetzt so ist. Gucken dann nochmal rein ins Gefecht. Und wollen vielleicht mal hoffen, dass nochmal die gleiche Karte kommt. Weil die war nämlich gut. Mal gucken, wie wir uns jetzt schlagen. Ich glaube, jetzt haben wir nicht so eine weite Reichweite, denke ich mal. Müssen wir einfach mal abwarten. Ah, Ladezeit. Oh, geht eigentlich relativ schnell. Ach du Scheiße. Stadt. Oh, Heidewitzka. Das kann ja was geben hier. So, und wir sehen auch wohl, ja, 420. Wir können wohl relativ schnell Schüsse hintereinander abgeben. Bin ich mal gespannt. So, ich fahre jetzt erstmal einigen Jungs hier hinterher. Wobei ich mir... War mir nicht platt. Sage, ich schließe mich erstmal ihn hier an.
Ja, kriege ich da irgendeinen ins Visier oder so? Nee, ne? Nee. Aber da. Scheiße! Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Der ging nicht durch. Unser Munitionslager wurde getroffen. Ich sehe sie nicht mehr. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wow. Das war jetzt mal ein heißes Gefecht hier. Jawohl, versenkt, ey. Super. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier. Deswegen rede ich gerade nicht so viel, aber das soll ich mir vielleicht mal ein bisschen wieder abgewöhnen, weil das ist ja doof, wenn ich euch nichts dazu erzähle. Ja, bis jetzt so mein Ersteindruck, ich meine, das Spiel gibt es ja nun mal schon ein paar Jährkes. Und ich muss sagen, super cool. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich so das, ich nenne es mal das, Free-to-Play-Modell einschätzen soll. Also das weiß ich noch nicht so ganz genau. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier vorne haben wir jetzt auch so einen Panzer, wird wir den erwischen. Schade, schade, schade. Puh, da hat er mich aber ganz schön erwischt. Ja, und ich war vielleicht ein bisschen zu langsam, was das Rückwärtsfahren anging. Aber ich habe ihm gut zugesetzt. Weil ich mich schön von hinten angeschlichen habe. Pass auf, da vorne, Kollege. Ist jetzt 3 gegen 4. Da sind zwei. Da steht doch einer. Was macht der denn da? Hauen wir doch weg da. Boah. Aber der hat auch die Kanone drauf, ne? Warum kann denn der Panzer nicht da hochfahren? So, fällt er gerade, der hat auch eine Kette, die im Arsch ist. Ja, er macht das ganz gewitzt, er streicht sich jetzt von hinten in die Basis rein. Und versteckt sich da, das ist genau richtig. Jetzt kommt da nämlich einer. Jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass er den erwischt hier. Das dauert doch relativ lange, bis die Basis hier eingenommen ist. Aber irgendwie das Gegnerteam scheint irgendwie nicht viel zu machen hier.
Steht jetzt hier gerade 2 zu 4. Wir haben noch einen da hinten, der versteckt sich nur. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, Cheater oder so. Ja, das sieht das nicht gut aus für uns. Irgendwas. Oh, er bewegt sich mal. Er verschanzt sich aber nur. Ja, das kann ja wohl nicht sein, oder? Ja, das war's. Ist nur noch einer übrig und der macht sowieso nichts. Außer sich hier verstecken. Was macht der da? Hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, ich lasse die anderen mal machen, dann kriegen die schon, ich kriege dann schon die Erfahrungspunkte, wenn ich gewonnen habe. Also, das ist ja lächerlich. Also solchen Spiele macht das Spiel euch wirklich keinen Spaß. Oh, er schießt. Oh, wo schießt er denn hin? Na komm! Na also. Jetzt hat er noch drei Panzer, die er kaputt machen muss. Naja, ich glaube nicht, dass er das noch großartig schaffen wird hier. Er kriegt es ja nicht mal hin, sein Gefährt da über diesen kleinen Huckel zu fahren. Was ja auch schon irgendwie witzig ist. Ah, hinter ihm taucht das gleich ein Panzer auf. Oh, hat er echt erwischt. Ja, jetzt hat er die Arschkarte gezogen. Haben sie klug gemacht, er hat sich einer geopfert, ey. Ja, ich würde sagen, das war's. War ein sehr cooles Match. Auch wenn wir vielleicht eins verloren haben, aber wir haben trotzdem ganz gut abgeschnitten wieder. Und dreimal wieder Schaden angerichtet. Zwar leider kein zerstört, aber was haben wir hier? Einsatz der Panzerung. Abpraller der Gegenstände, okay. Und Hilfe bei Zerstörung. Aber das ist sehr gut. Ich fand's nicht schlecht. Also, glaube ich,